Oh, Haie. Heute geht es bei uns um Haie und darum, warum sich Haie nicht die Zähne putzen müssen. Wenn ihr die Antwort auf diese und weitere Fragen erhalten wollt, dann bleibt dran. Haie sind eine der Gruppen mit dem zugleich größten und frustrierendsten Fossilbericht. Stücke wie dieser vollständige Xenacanthus aus dem Unterperm von Lebach sind deswegen so selten, weil Haie als Knorpelfische leider keine Knochen haben. Deswegen sieht man auch bei diesem Stück leider nicht allzu viel. Nur zur Orientierung, hier ist vorne und hier hinten. Die Xenacanthiden waren eine Gruppe von überwiegend süßwasserlebenden Haien aus dem späten Erdaltertum, deren bestimmendes Merkmal dieser Flossenstachel hier ist. Den seht ihr auch hinter mir nochmal in größer. Ebenfalls typisch für die Gruppe sind diese V-förmigen, zweispitzigen Zähne. Damit kommen wir auch bereits zur Auflösung unseres Rätsels. Haie müssen sich nicht die Zähne putzen, weil sie mehrere Reihen von solchen Zähnen im Maul haben. Die erste Reihe fällt regelmäßig aus und eine weitere rückt nach. Deswegen findet man auch von einem einzigen Hai im Laufe seines Lebens viele Tausende an Zähnen. Heutige Haie haben ja die unangenehme Angewohnheit, dass sie Leuten die Gliedmaßen abbeißen. Will man das verhindern, dann sucht man sich am besten einen Hai, der solche Quetschzähne hat. Mit solchen Quetschzähnen kann man beispielsweise nur hartschalige Weichtiere fressen. Klingt widersprüchlich, die sind aber außen schön knusprig und innen schön weich. Dieser Zahn kommt von einem Vertreter der Hybodontiden, die besonders im Erdmittelalter weit verbreitet waren. Ab der Kreidezeit finden wir dann die ersten modernen Haie. Ein Beispiel sind diese Wirbel aus der Kreidezeit von Westfalen. Wirbel sind übrigens das dritte, was man von Haien neben Zähnen und Flossenstacheln häufig findet, weil diese bei großen Haien häufig mineralisiert sind, um größere Belastungen aushalten zu können. Diese Wirbel stammen von Lamniformen, Verwandten des heutigen weißen Haies. Weiße Haie sind ziemlich groß, die können bis zu 6 Meter lang werden. Im Vergleich zu einigen ausgestorbenen Vertretern aus der Erdneuzeit sind sie allerdings noch recht klein. Dieser Otodus angustidens vom Doberg bei Bünde in Westfalen ist etwa 25 Millionen Jahre alt und dürfte etwa 8 Meter lang gewesen sein. Das ist allerdings noch klein im Vergleich zum größten Hai der Erdgeschichte. Dieser junge Otodus megalodon war beispielsweise schon um die 11 Meter lang und erwachsene Tiere konnten bis zu 20 Meter lang werden. Das ist fast so groß wie das Saarland. Megalodon ist vor ca. 3,6 Millionen Jahren ausgestorben. Die Gründe für das Aussterben sind unter Wissenschaftlern immer noch umstritten. Bei mir dauert das Zähneputzen 3 Minuten. Wie lange es wohl bei einem Megalodon gedauert hätte? Schreibt es in die Kommentare. Korallen sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die demnächst aussterben. Haie auch, weil ihr alle viel zu gern Haifischflossensuppe esst. Und damit bis zur nächsten Folge.